Bürgerinnen und Bürger von Tempelhof werden sich darauf freuen können, dass die neue Mitte, die alte Mitte, sehr viel stärker akzentuiert, dass sie sehr viel stärker zur Geltung kommt, die Beziehungen zur alten Mitte und zur neuen Mitte Tempelhof sehr viel besser zum Ausdruck kommen. Und wir freuen uns ganz besonders als Bereich Kultur, Kunst, Kultur, Museen, dass unser Angebot in Tempelhof wesentlich stärker werden kann. Und nicht zuletzt spreche ich auch für die Mitarbeiterinnen des Rathauses. Wir brauchen dort dringend mehr Arbeitsplätze für die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was zur Erleichterung der Bevölkerung dient. Ich war skeptisch, gebe ich auch gern zu, aber dieses Werkstattverfahren bildet doch oder führt dazu, dass die Widerstände kleiner werden, versachlicht werden und dass wir uns alle miteinander stärker darüber unterhalten, was entstehen wird und Partizipation gelebt wird. Anfänglich sehr viel kritische Stimmen, die sich sorgten, dass die grünen Bereiche in starkem Maße beeinträchtigt werden. Ich habe den Eindruck, dass das Werkstattverfahren zu einer Versachlichung führt und dass es Einsichten gibt bei vielen Tempelhofern und Tempelhoferinnen, dass ihnen mit der neuen Mitte auch ein neues Angebot gemacht werden kann. Und worauf wir uns natürlich freuen, ist, dass wir 500 Wohnungen hinzugewinnen. Ich habe natürlich einerseits spannende Entwürfe gesehen, das sieht man ja immer wieder als Jurymitglied, aber ich habe natürlich auch eine wahnsinnig riesige Gruppe an Tempelhoferinnen und Tempelhofern gesehen, die großes Interesse an dem Projekt haben. Das ist beeindruckend. Wie das so oft ist, gibt es eine ganze Menge Entscheidungskriterien in so einem Verfahren, die sind ja auch benannt, Beurteilungskriterien in so einem Verfahren. Das sind natürlich städtebauliche Aspekte, architektonische, freiräumliche, die Frage der Mobilität, der Erschließung, und das sind auch genau die Punkte, die die Bürger auch angesprochen haben, die uns als Jury ja auch interessiert, und auch die Jury ist ja mit diesen Fachleuten der unterschiedlichen Disziplinen besetzt, und ich glaube, wer diese unterschiedlichen Anforderungen, die sich manchmal ergänzen, aber auch manchmal gegenüberstehen, die am besten unter einen Hut kriegt und dann eine gute Lösung aufzeigt, der hat vielleicht am Ende die Nase vorn. Nein, natürlich profitieren wir davon, das ist ja klar. Also man profitiert in zweierlei Hinsicht, finde ich. Einerseits natürlich, indem man den Bürgern zuhört. Und ich glaube, keiner kennt den Ort besser als die Leute, die hier im Umfeld wohnen. Also das, glaube ich, ist ein großer Mehrwert, dieses Expertenwissen der Bürger über ihre Nachbarschaft. Davon profitiert man sowohl die Teams als auch die Jury, glaube ich. Und der zweite Effekt ist, dass man ja die Arbeiten begleitet, so von der Geburt bis zur Abgabe sozusagen. Und jetzt mit diesen 3-4 Terminen ist man ganz anders drin, als wenn man eine Arbeit einfach nur am Ende das fertige Produkt kriegt. Also von dem her hat das so einen doppelten Effekt für mich, dieses Verfahren. Also es ist für ein Werkstattverfahren übliches Verfahren, aber eben nicht jeder Wettbewerb wird über so ein Werkstattverfahren entschieden. Aber es ist ja immer mehr sozusagen, fast sagen Mode, ja auch der Trend generell, die Mitsprache der Bürger, das ist ja nicht nur in der Stadtentwicklung, ist ja in verschiedenen Belangen so, und ich sag mal so, wenn das gut gemacht ist, dann profitiert man davon.